Wie viele Paare AB ganzer Zahlen gibt es, so dass das Quadrat von dieser Differenz 225 ergibt? Wir starten mit dieser Gleichheit und setzen dieses Quadrat sofort rechts rüber. Da wird es zu plus minus Quadratwurzel und die Quadratwurzel von 225, das ist 15. Hier haben wir also die Differenz dieser beiden Quadrate ergibt plus oder minus 15. Zur Differenz von zwei Quadraten haben wir eine binomische Formel, die besagt, es ist die erste Zahl minus die zweite Zahl mal die erste Zahl plus die zweite Zahl. Und somit erhalten wir hier a plus b mal und hier 3a minus 3b. In diesem Faktor können wir die 3 ausklammern und sie dann sofort rechts rübersetzen, wo sie teilen wird. Und das führt dann zu a plus b mal a minus b gleich plus minus 5. Da a und b ganze Zahlen sind, müssen a plus b und a minus b ebenfalls ganze Zahlen sein. Die ganzen Zahlen, die also hier in Frage kommen, das sind die ganzen Teiler von plus 5 und von minus 5, also die ganzen Teiler von 5. Und das sind minus 5, minus 1, 1 und 5. Die Zahlen, die also hier für a und b in Frage kommen, das sind diese 4. Minus 3, minus 2, 2, 3. Unterscheiden wir diese zwei Fälle, a plus b mal a minus b macht 5 und a plus b mal a minus b macht minus 5. Im ersten Fall haben wir 4 Möglichkeiten. Und zwar 5 mal 1 macht 5, minus 5 mal minus 1 macht 5, minus 1 mal minus 5 macht 5 und 1 mal 5 macht auch 5. Und so entstehen diese 4 Zahlenpaare, diese 4 Möglichkeiten für Zahlenpaar AB. Schauen wir im zweiten Fall. Dieses Produkt macht minus 5 in diesen 4 Fällen. Denn 5 mal minus 1 macht minus 5. Minus 5 mal 1 macht minus 5. 1 mal minus 5 macht minus 5. Und minus 1 mal 5 macht auch minus 5. Also haben wir insgesamt 8 Möglichkeiten. Die Endantwort auf die gestellte Frage ist also 8. Daher D. Im nächsten Tutorial werden wir eine weitere Frage der Mathematik-Olympiade bearbeiten.